Schönen guten Nachmittag. Wir haben heute mit Forc Kindprozesse erzeugt und haben dann gesehen, dass bei den Aufrufen es passieren kann, dass ein Kind verweist, das heißt, dass der Elternprozess sich beendet, bevor das Kind fertig ist. Dann wird das Kind von einem zum Kindprozess eines anderen Prozesses. Es kann aber auch passieren, dass ein Kindprozess sich beendet, bevor der Elternprozess beendet wird. Gell? Das kann auch der Fall sein. Und ja, da haben wir gesehen, das kann dann zu Zombies führen. Gell? Also wenn der Elternprozess den Kindprozess überlebt. Gell? Ja, also, das wollen wir jetzt da mal anschauen. Was kann man da machen? Da haben wir gesagt, können wir Wait machen. Das ist das Erste, das Standardmäßige. Gell? Es gäbe eigentlich noch eine ganz einfache Lösung, indem man das einfach ignoriert, indem man dem System sagt, du schau, wenn also das Kind fertig ist und dieses Sick Child, das Signal vom Kind eben über das Beenden des Kindes zum Elternprozess kommt, dann ignoriert es einfach. Gell? Das kann man konfigurieren, dazu muss man das da angeben. Gell? Also Signal, Sick Child, Sick Ignore. Gell? Also verknüpfe das Signal Sick Child mit Sick Ignore und damit wird keine Verarbeitung von Sick Child gemacht und das System weiß, oh, das interessiert da diesen Elternprozess nicht, was mit den Kindprozessen da passiert. Gell? Und was passiert? Wenn ein Kindprozess beendet wird, gell, dann passiert gar nichts. Gell. Also es beendet sich und fertig, gell, und der Elternprozess, der braucht dann auch ein weiteres nichts zu machen. Gell. Aber der Elternprozess bekommt dann auch keine Information. Gell. Er weiß nicht, sind die Kindprozesse noch hier, wurden sie beendet, wie wurden sie beendet. Gell. Also man weiß da nichts über diesen Verlauf der Kindprozesse. Gell? Deshalb ist das nicht die Lösung, die allgemein gültig ist. Manchmal will man das überwachen, gell? Die Kindprozesse, die rechnen vielleicht etwas und man will wissen, wann es fertig ist oder so. Gell? Also haben wir dort unten die zweite Lösung jetzt mal genommen. Also das dort oben, das haben wir wegkommentiert, weil sonst funktioniert das andere nicht mit Wait. Gell? Wenn das drinnen ist, dann, dann wird es ignoriert und fertig. Ja. Wenn wir jetzt da sind, was haben wir gemacht? Beim Kind haben wir gar nichts gemacht, gell? Also das ist alles so geblieben wie vorher. Beim Elternprozess hingegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben zuerst mal geschaut, wenn der Elternprozess weniger lang unterwegs ist als der Kindprozess, gell? Was passiert dann? Dann wird ja der Elternprozess fertig sein, bevor das Kind fertig ist. Gell? Das heißt also, das Kind wird zum Kindprozess eines anderen Prozesses und dieser Elternprozess muss sich nicht darum kümmern. Das heißt also, der geht schlafen, beendet sich dann und fertig. Wenn das hingegen umgekehrt ist, das heißt also, der Kindprozess ist der Prozess, der länger unterwegs ist, dann haben wir hier ein Wait zu machen. Gell? Dieses Wait, das habe ich hier in eine Ausgabe gepackt und damit bekomme ich den Rückgabewert von Wait und das ist nichts anderes als die Prozess-ID des Kindes, das sich eben dann beendet hat. Gell? Ja, und das geben wir hier aus und nachdem wir wissen, aha, wir haben schon so viel Zeit geschlafen, wie eben der Kindprozess hier unterwegs war und geschlafen hat, schlafen wir dann nur mehr den Rest. Gell? Also die Länge des Elternprozesses minus die Länge des Kindprozesses. Gell? Ja, das wollen wir ja dann mal ausprobieren. Gell? Schauen wir, ob es sich kompiliert. Ja, scheint zu funktionieren. Machen wir wieder top. Machen das etwas schneller. D, Delay 1. Gell? O. Und jetzt bauen wir einen Filter auf. Und zwar Befehl ist gleich Fork. So, jetzt gibt es keine Forks. Gell? Dann werden wir welche aufrufen. Ja, jetzt schauen wir mal, das erste ist Kindprozess, lassen wir auch 3 Sekunden schlafen, das zweite ist Elternprozess, machen wir 12 Sekunden, gell? Und jetzt schauen wir, jetzt starten beide, gell? Dann werden wir im Top beide haben und dann schauen wir, was nach 3 Sekunden passiert, gell? Okay, so,
Es läuft, wir haben die Informationen, beide sind hier. Ups, noch 3 Sekunden, ist nur mehr eines hier, gell? 12639. 12639 ist der Elternprozess und das Kindprozess ist nicht zum Zombie geworden, gell? Also, das hat funktioniert, gell? Jetzt wollen wir schauen, ob es umgekehrt auch funktioniert. 12 Sekunden Kindprozess, 3 Sekunden der Elternprozess, gell? Beide da. Und nach kurzer Zeit haben wir dann nur mehr hier 44 ist Kindprozess, gell? Ja, scheint zu funktionieren, gell? Und jetzt ist Kindprozess auch fertig, gell? Der Elternprozess hat vorher sich beendet und hat die Shell schon freigegeben gehabt und jetzt haben wir halt diese Ausgaben vom Kindprozess noch hier. Jo, das sind jetzt 2 Möglichkeiten gewesen, um die Zombies zu vermeiden. Gell? Die erste Lösung war, wir ignorieren einfach und sagen, das interessiert uns überhaupt nicht. Gell? Also das funktioniert dann, ja, wenn wir das nicht brauchen. Wenn wir aber wissen wollen, wann sich die Kindprozesse eben dann beendet haben, oder wann wir wissen wollen, wie sie sich beendet haben, wenn wir also hier einen Rückgabe, diesen Status da wollen, anstatt diese Null, gell, dann müssen wir andere Wege gehen, gell, dann müssen wir schauen, wie wir das machen, und dann müssen wir es mit Wait machen, gell. Und die einfache Methode ist, man hat das halt irgendwo drinnen und das blockiert uns dann die Ausführung, bis das Kind zu Ende ist. Gell? Wie gesagt, das geht nur, wenn wir blockieren können. Wenn wir nicht blockieren können, da brauchen wir wieder eine andere Lösung. Gell? Aber das macht man nicht heute. Gell? Okay, und tschüss.